Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von SWD TV. Mein Name ist Guido Arns und heute soll es mal um das Brauchwassermischventil oder anders gesagt den Verbrühschutz gehen. Ja, wofür brauche ich so ein Ding und ja, macht das überhaupt Sinn, da noch zusätzlich Geld für ihn zu investieren? Weil heißes Wasser ist doch viel besser, als wenn das irgendwie noch gemischt wird oder so. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man zum Beispiel eine thermische Solaranlage oder Holz- oder Pelletheizung hat, wird man immer daran interessiert sein, möglichst viel Wärme in den Speicher zu bekommen. Gerade bei der Solarthermieanlage wird man natürlich in den Sommermonaten oder halt in den sonnigen oder an den sonnigen Tagen möglichst viel mitnehmen wollen und deswegen stellt man im Solarregler die Solltemperatur, also die Aufheiztemperatur, auf möglichst hoch ein. So empfehle ich den Kunden, diese Standardeinstellung von 60 Grad auf 80, vielleicht sogar auf 85 Grad zu erhöhen. Diese Temperatur wird immer abgegriffen im unteren Bereich des Speichers, also so Mitte unterer Wärmetauscher der Solaranlage. Und sobald halt jetzt hier unten dann diese 80 Grad zum Beispiel erreicht sind, ja, dann sind natürlich, Wärme steigt nach oben, haben wir ja schon gelernt, physikalisches Gesetz, wird oben schon eine relativ viel höhere Temperatur erreicht sein. Also das kann gut sein, dass ich unten im Speicher mit der Wärmetauscher 80 Grad habe. Darüber ist ja immer noch ein Stück Wärmetauscher, weil der Fühler Mitte Wärmetauscher ist. Und so kann es halt sein, dass man dann oben im Speicher schon an die 90 Grad hat. Und 90 Grad unter der Dusche, sie drehen auf und ja, dann haben sie natürlich noch ein bisschen Leitungsverlust, Abstrahlverlust und so weiter. Aber tatsächlich kommen dann nachher in der Dusche oder unter der Dusche um die 80, 82 Grad oder so an. Und ja, das kann schon gefährlich sein. Ne? Gerade wenn Sie doch so einen Einhandmischer haben, ist nichts irgendwie Schlechtes. Ich habe selber in meiner Hauptdusche habe ich auch noch so ein Ding verbaut. So ein schönes Gruhe-Teil. Das ist halt so ein Einhandmischer, wo Sie dann halt nach rechts und nach links können. Besser ist natürlich ein Thermostatmischer, aber so ein Einhandmischer ist auch eine schöne Sache. Genau, und gerade wenn Sie so einen Einhandmischer haben und dann stehen Sie unter der Dusche und dann so, oh, dann sind Sie mit dem Rücken daran gestoßen und dann haben Sie plötzlich volle Hitze. Ja, gerade für ältere Leute oder für Kinder, die dann da rumspielen, kann das dann extrem gefährlich sein. Ne? Dann kann es zu schwersten Verbrennungen am Kopf und vielleicht am Rücken führen oder kommen. Das möchte keiner. Gleiches gilt natürlich für Einhandmischer im Bereich hier Warmwasserarmatur, Handwaschbecken und so weiter. Das kann gerade, wenn man da nicht aufpasst, dann in den Sommermonaten schon so ein bisschen gefährlich sein. Klar, wenn Sie natürlich unter der Dusche einen Thermostatmischer haben, das ist im Endeffekt ja genau sowas wie so ein Brauchwassermischventil. Das ist ein Thermostatmischer, da kommt ja auch dann warmes und kaltes Wasser zusammen und es gibt dann die Mischtemperatur, die Sie dann nachher verduschen. Dann brauchen Sie es zumindest für die Dusche, da brauchen Sie sich da keine Gedanken zu machen. Das stellen Sie auf 45 Grad ein und ich denke mal, wenn Sie dann da mit 80 plötzlich ankommen, dann wird er zwar mal kurz hochgehen, also vielleicht 5 Grad mehr, aber da passiert noch nicht wirklich richtig viel. Ne? Also, wenn man das Ganze nicht hat oder halt auch die Handwaschbecken da absichern möchte, Brauchwassermischventil, relativ einfach aufgebaut. Auf der einen Seite geht es kalt rein, auf der anderen Seite warm rein und dann gibt es eine Mixtemperatur. Das Ganze ist dann stufenlos hier einzuregulieren. Sie können dann Ihre Wunschtemperatur finden und feststellen. Nochmal heiß, kalt, Mix. Genau, und dann haben Sie im Endeffekt die beste oder die optimale Temperatur im Haus. Lassen auch nicht unnütz heißes Wasser durch den Abfluss weglaufen, weil das ist ja auch noch so ein Argument, warum man sich für so ein Teil entscheidet. Wenn Sie natürlich da mit 80 Grad rauskommen und man lässt das da vor sich hinlaufen, dann geht natürlich die Speicherfüllung bzw. die Temperatur da runter. Und wenn Sie dann schon vorher gemischt haben, dann geht das natürlich dementsprechend langsamer. Ne? Ja, das ist das Brauchwassermischventil oder der Verbrühschutz. Wirklich sinnvoll bei thermischen Solaranlagen oder halt auch Holzheizungen und Pelletheizungen, wo Sie ja mit mindestens 70 Grad hantieren dann im Speicher.
Auch da haben sie noch so heiße Temperaturen, dass es gefährlich werden kann. Das Ganze kostet, ich meine, um die 80, vielleicht 85, irgendwie zwischen 80 und 90 Euro kostet so ein Ding. Das ist jetzt schon ein Premium-Markenprodukt. Also die Sonnenwärme vertreibt hier ausschließlich Markenprodukte. Wir haben das natürlich auch im Sinne unserer Kunden versucht, erstmal mit, ich sag mal, No-Name-Produkten da zu starten. Also ich versuche natürlich immer in die Welt zu schauen, zu gucken, wie kann man möglichst günstig was Gutes finden für unsere Kunden. Aber bei manchen Artikeln macht das einfach keinen Sinn. Da gehört auch das Brauchwassermischventil dazu. Also was hatten wir da nicht mit dieser einen Bestellung, die wir da mal getätigt hatten? Da hatten wir Undichtigkeiten, dann ließ sich das nicht mehr verstellen. Und wenn man hier fleißig dran rumgestellt hat, und das jetzt auch nicht, da muss man es ein bisschen rausdrehen, das hat so eine Sperre hier unten, dann ließ es sich nicht verstellen. Und dann, wenn sie es dann endlich gedreht haben, leckte es. Und dann nachher ist das alles zugekeilt gewesen. Und das hier, klar, das ist auch ein Bauteil, was natürlich irgendwie irgendwann mal verschleißt. Aber das ist schon, das hält eine ganze Weile und da hat man erstmal Ruhe. Ja, in diesem Sinne, Brauchwassermischventil für die Solaranlage. Ich denke mal, in den meisten Fällen macht das Sinn. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hier das ein oder andere weitere Produkt aus unserer Produktpalette aus dem Bereich Solarthermie und alternative Heiztechnik vorstellen. Ich bedanke mich für das Interesse hier an unserem YouTube-Kanal SWD-TV. Sehr würde ich mich natürlich über ein Abonnement freuen und einen Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.